In diesem Video zeige ich euch, wie ihr aus Papier und Stoffresten eine schnelle Partydeko zaubern könnt. Und so könnte sie aussehen. Ihr benötigt Stoffreste, buntes Papier, Kreisschablone oder einen Kreisschneider, Schere und Stift, Unterlage, Rollschneider und Stoffschere, ein Bügeleisen, farbiges Garn und Nadel, eine Unterlage am besten aus Plastik, schnell trocknendem Holzleim, eine kleine Schale mit Wasser und Pinsel, Perlen, Büroklammern sowie eine Papierschneidemaschine, wenn ihr eine zur Hand habt. Zuerst legt ihr euch Papier, Schere, Stift und Schablone zurecht. Nun teile ich das Blatt zweimal an der schmalen Kante und klappe anschließend diese Teile so zusammen, dass drei gleich große Teile entstehen. Danach legt ihr euch eure Schablone oder beispielsweise eine Tasse darauf. Abzeichnen und ausschneiden. So schnell lassen sich gleich mehrere Teile herstellen. Für die Papierkugeln braucht ihr jeweils 8 Kreise. Ihr legt euch nun eure Teile sowie Kleber und Büroklammern zurecht. Nun wird der Kreis mittig gefaltet und mit einem kleinen Teil Kleber versehen. Dann nochmal zusammenfalten und auch hier mit Kleber zusammenkleben. Mit einer Büroklammer fixieren, damit es beim Trocknen nicht aufgeht. Das macht ihr jetzt mit allen Teilen. Anschließend klebt ihr immer 4 von diesen Teilen zusammen. Achtet darauf, dass die Teile immer passend aufeinander liegen. So entstehen 2 Viererstapel. Am besten stellt ihr euch die Teile zuvor einmal hin, damit ihr sie richtig zusammenklebt. Danach die Teile auffalten und am Ende zusammenkleben. Was für Kleber ihr benutzt, ist eigentlich egal. Zum Befestigen verwende ich auch hier die Büroklammern. Anschließend werden diese 2 Teile zusammengeklebt. Auch hier mit Büroklammern feststecken und trocknen lassen. Am Ende alles entfernen und die Dekopapierkreise als Tischdeko zum Beispiel hinlegen oder mit Garn aufhängen. Für die nächste Idee schneidet ihr euch 5 bis 6 Streifen Papier zurecht. Entweder mit der Papierschneidemaschine oder einfach mit der Schere. Die Dicke der Streifen ist euch überlassen. Nun passendes Garn und Perlen einfädeln. Anschließend am unteren Teil des Papierstreifens mit der Nadel einstechen. Den gleichen Vorgang wiederholt ihr am anderen Ende auch. Schaut, dass ihr zuerst die unteren Teile einfädelt. Am Ende auch hier eine Perle draufstecken, festziehen und festknoten. Wenn ihr die Schnur zusammenzieht, wird so eine schöne Blume zum Aufhängen daraus. Wenn ihr einen bunten Kreis oder Ball herstellen wollt, müsst ihr die Teile kleben. Hierzu einmal mittig klappen, so wisst ihr, wo die Mitte ist, und dann immer passend aufeinander legen. Garn mit Perle befestigen und die unteren offenen Teile immer diagonal zusammenkleben. So wird daraus ganz schnell ein Dekoball. Das gleiche könnt ihr auch mit Stoff herstellen. Hierfür den Reststoff in gleich große Streifen schneiden. Nun die Plastikunterlage bereitlegen, den Holzleim mit Wasser zu einer 1:1 Mischung zusammenrühren und auf die Stoffstreifen streichen. So werden die Stoffteile später fester. Nach dem Trocknen kurz einmal mit Backpapier bügeln und auch hier mit Garn, Nadel und Perle aufwedeln.
Wie ihr die Stoffreste drapiert, ist euch überlassen. Je bunter, desto fröhlicher. So schnell habt ihr aus Papier und Stoffresten eine bunte und schnelle Partydeko gezaubert. Und nun viel Spaß beim Nachmachen und Dekorieren.